Da war doch das mit der Schnur auch. Vote. Ein Vote kostet nichts. Schnell noch ein Vote da lassen, ihr 2-3. Früh auf im Bett gehe. Scheiße. Wo lang? Ich müsste ich den linken Weg nehmen, ne? Da war doch so eine Hütte irgendwo, ne? '71 habe ich auch noch aufgeschrieben. Den hatten wir schon. Er hat mir gesagt, wahrscheinlich, dass hier noch einer ist, ne? Das, so war das doch. Das war auch irgendwo. Aber ich höre noch einen Zettel hier. Da. Vertrauliche Korrespondenz von Wissenschaftler von Abteilung 22. Doktor. Name geheim. Ich habe Subjektnummer geheim getestet. Es zeigte eine übernatürliche Fähigkeit. Müssen einen Fehler gemacht haben. Freundlichen Grüßen, Dr. Geheim. Dr. Geheim? Ich stimme Ihnen zu. Die zweite Testreihe zeigt keinerlei Fähigkeiten. Beachten wir das Experiment als erfolglos abgeschlossen. Das Subjekt ist zu entfernen. Wir bereiten den Transport nach Wladimir 30 vor. Bitte vernichten Sie alle Dokumente und Korrespondenz. Mit freundlichen Grüßen, Doktor, Name geheim. So. 6871. Amme. So, hier muss noch irgendwas sein. 6672. Ja, Romiat. Du erinnerst dich noch. Puh. Die Frage? Die Frage, wo lang? Ich weiß, dass wir hier auch schon mal gelaufen sind. Mit Angst in den Knochen. Weil der Wald uns festhält. Was sehen könnte. Da geht eine Leitung darüber. Und da lang. Die Frage, von wo nach wo geht es? Habe ich mir doch schon mal aufgeschrieben. Im Kreis gelaufen. Ah ja, okay. Das war der Weg da lang. Hier drüben war dann das Dokument. Eigentlich müsste ich ja dann den Weg laufen.
Oder wahrscheinlich nicht. 72, 64 habe ich auch schon gehabt. Naja, hier waren wir schon mal, das weiß ich. Ich weiß auch, dass wir hier ein paar Mal gestorben sind. Noch mal so dicht hier am Rand, dass ich da runtergefallen bin, ne? Voll der Dunkelwald hier. Waren hier nicht auch noch Fallen? Was erzählt ihr über Modems da? Geschichten? Und früher? Okay. Ich verlaufe jetzt. Oh oh. Wo bin ich? Oh, gleich frisst er mich. Weiß ich gar nicht, wo ich bin. Da oben war das Haus. Das Klapperhaus war da oben, das weiß ich noch. Boah, ich habe mich gerade erschreckt. Genau, das hatten wir doch beim letzten Mal schon. Oder nicht? Böses Pflaster. Oh. Nein, nein. Der hat mich nicht gesehen. Nein, nein. Boah, ich kann nicht laufen. Das war ein anderer Weg da hoch irgendwie. War der so, huhu. Oh Mann, ey, wer stellt dann die Bäume hier so scheiße hin? Vielleicht sollte ich es lassen. Aber diese Hütte ist nicht eingezeichnet und ich weiß, dass sie da war. Genau, hier war das doch. Genau, da war das kleine Ding. Uhu, hallo? Jetzt ist es weg. Und ich weiß, wir waren schon mal hier. I'm spending my time in the Institute on long walks in the park. Only here I can find solace. Only in the shadows of the trees. My thoughts are peaceful when I see how the sun brushes the green leaves and the wind covers my face in a gentle, warm blow.
The doctors say the worst is behind me. The breakdown was temporary. It's difficult for me to say what triggered this state. Besetzt, ne? I know you'll never forgive me for what I've done. The tragedy that I've contributed to shall never find any justification or explanation. I can only cover it up with madness. But I am aware that this is a pathetic excuse, and I'm not able to hide behind it. I take full responsibility for what happened, and I am prepared to be punished. The doctors, however, say I will probably not leave the Institute. You must know I would rather rot in prison 100 times for what I have done to you. I have to confess, I tricked you. I knew you would never, ever want to hear what I have to say to you. That is why I sent my friend with this letter to your sister. And after a lot of persuasion, she agreed to read it to you. I thank her from the bottom of my heart for this. I'm ending this letter. I want to bore you no more. I love you and believe that someday, hopefully, I will be able to tell you all this in person. Luckily, my friend Anton is by my side at all times. He was the one that went to your sister. I hope this letter finds you both well and in good health. I wish you all the best. Forever yours, Vitali. Vitali. So, wenn wir jetzt rausgehen, weiß ich, dann kommt ein Bubu. Genau, nein, wir hauen ab. Wir rennen weg. Das ist nämlich die Hütte des Todes. Wird gleich gesprengt! Ah! Der war jetzt nicht hinter mir, ne? Der Typ da. Ich lauf wie eine Schnecke. Ich fühle mich ein wenig erschreckt. So, jetzt haben wir auch die Karte vervollständigt. Bin ich hier? Hier bin ich, verdammte Scheiße. Und die Frage, wo geht's nach Hause? Folge der Schnur. Folge der Schnur. Der Schnur. Ein Zettel. Hat hier jemand ein Schriftstück verloren? We set off quite late today. I think everyone heard something at night, but they are afraid to admit it. I walked around the tents, but didn't notice any tracks. We didn't talk too much. We barely hiked 2.5 miles. We got the impression that something clearly changed around us. I felt someone was observing us, and I think the others had a similar feeling because they mentioned the hunter was heading in the same direction. We won't make it any further. I think we'll stay here. Klingt ein bisschen verzweifelt, die Kleine. Sind wir hier in der Kopf hier ohne? Hier unten in der Kopf? Nee. Aber doch noch mal. Oh. Wir folgen einfach mal der Strippe. Da kommen wir nicht hoch. Muss gucken, wo es lang geht. Scheiße nochmal. Wo ist es? Leise.
Ich komme gleich noch zum Buhu. Oh, ich will zurück. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, ich bin hier falsch. Also wir müssen irgendwie jetzt hier, glaube ich, hoch. Ich meine doch, es ging doch hier. Oh, schon wieder so düster. Genau. Muss hier oben lang gehen. Weißt du, da war doch der Weg normalerweise. Da hat einer den Weg verändert. Ihr Schweine, ihr habt Kenny getötet. Kann natürlich sein, dass wir gleich von dem roten Mann ausgelutscht werden. Von dem Gehirnlutschermann. So, nein, hier geht's hoch. Genau. Ah, schön. Na, endlich wieder Schnee. Ich hab schon gedacht, es schneit nicht mehr. Also, wir haben die 66-72 geschafft. Wir haben alles geschafft, bis auf die 7-52. Und jetzt müssen wir hier hoch ins Nirvana. Tja, das ist die Frage, wo es lang geht. Wir werden diesen Weg hier probieren, diesen langen. Dazu müssen wir erstmal hier den ganzen Schissel zurücklaufen. Den ganzen Schissel müssen wir zurücklaufen. Ja. ...60-66. Den habe ich mir auch aufgeschrieben. Waren wir da schon? 60... Das ist ja nirgendwo. Das kann doch nur der eigentlich gewesen sein, der 62 irgendwas, bla bla bla. 62, bla bla bla. 65, 62, 65. Das muss der gewesen sein. Das geht ja nicht anders. Ja. Das muss der gewesen sein. Sei leise. Doch, doch, doch. Da geht's doch auch lang, oder? Nee, das ist dieser Weg dann darunter, genau. So, wir müssen ganz in den Norden jetzt. Oh, fuck. Cola has crashed the game. Moin, Chris. Damn, Cola ist gecrashed. Fuck, hoffentlich hat es gespeichert. Dann laufen